60 Sekunden Weltrekordjagd hier auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Und ich bin fündig geworden, nämlich mit diesem Kerl hier hinter mir von Volvo, der Iron Knight. Mit dem hat Volvo im August einen neuen Weltrekord aufgestellt. Gefahren hat ihn Boje Ovebrink, die Rennlegende aus Schweden. Und zwar hat dieser 2400 PS Truck schon nach 13,71 Sekunden 500 Meter hinter sich gebracht. Möglich ist diese Top-Leistung durch ein speziell eingebautes System, nämlich das iShift-Doppelkupplungssystem. Ja, eigentlich hat sich damit Volvo selber geschlagen, denn der letzte Weltrekord stammt aus dem Jahr 2011. Das war mit einem Hybrid, auch von Volvo gefahren. Ansonsten haben wir hier noch einen 13 Liter Hubraum vor uns. Kommt aber insgesamt doch relativ, obwohl es so mächtig aussieht, schlank daher, hat gerade mal 4,5 Tonnen, die er über die Straße bewegen muss. Ja, und ich bewege mich jetzt auch mal hier rüber, nämlich zu diesem wunderbaren Sitz. Das ist ungefähr, glaube ich, derselbe Sitz. Kann ich mich wenigstens mal fühlen wie so ein Weltrekordfahrer. Oh, ja, ist ganz bequem. 60 Sekunden Weltrekord bei Volvo.